Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute zeige ich euch meine würzige Pizzasuppe mit Chorizo und die machen wir heute mal wieder in der Cook for Me. Schaut es euch an, ich hoffe es gefällt euch. Alle Zutaten, die wir für die würzige Pizzasuppe mit Chorizo brauchen, habe ich schon mal ausgelegt. Ihr seht hier meine Bestandteile für diese Suppe, da gibt es ja wahrscheinlich 2,8 Millionen Rezepte. Da hat jeder sein eigenes Rezept, ich natürlich auch. Ich habe als festen Bestandteil zunächst mal Hack. Und da ich nicht so ein Fan von halb und halb bin, ich mag nicht so gerne Schweinehack, habe ich hier wie häufig bei auch italienischen Rezepten reines Rinderhack genommen. Dann die besondere Note kriegt meine Pizzasuppe hier durch die Chorizo. Die Chorizo macht wirklich einen ganz besonderen Geschmack, wenn man sie auslässt. Das werden wir gleich machen, wenn wir sie gewürfelt haben. Also lasst die bitte nicht weg. Das ist der Kick an der Suppe. Ansonsten könnt ihr natürlich auch Bacon nehmen, ihr könnt Speck nehmen. Aber die Chorizo macht schon hier das Besondere. Ja, an festen Bestandteilen haben wir sonst außerdem Paprika hier, 3 Stück. Wir haben hier Champignons, genaue Mengen wie immer in der Infobox. Wir haben Zwiebeln, dann kommt für die Soße dazu hier 2 Standarddosen gehackte Tomaten, also nicht passiert, sondern gehackte Tomaten, dass sie so ein bisschen Struktur noch haben. 1 Paket passierte Tomaten, natürlich alles ohne Gewürze, also Natur. Dann kommt in die Soße hier für die Suppe noch dazu Frischkäse und Creme Fraiche bei mir, saure Sahne, je nachdem, was ihr mögt. Ja, und zum Würzen, damit das Ganze so ein bisschen Kick kriegt, hier haben wir Chiliflocken. Ich mag sie doch immer etwas schärfer, ist aber nicht super scharf für diese Menge hier. Ansonsten nehmt ihr die Hälfte, wenn es euch zu viel ist. Ist eine Pizzasuppe, da dachte ich mir, passt auch ganz gut. Pizzagewürz ist hier noch dabei. Dann sind dabei italienische Kräuter und Tomatenmark, um den Tomatengeschmack noch so ein bisschen zu heben. Und falls noch notwendig, schmecke ich aber ganz zum Schluss erst ab, haben wir hier noch Pfeffer und Salz zum Nachwürzen. Und das Ganze machen wir heute in der Cook for Me, perfekter Suppentopf. Ja, dann habe ich alles einmal angesprochen und dann kann ich loslegen. So, Cook for Me ist aufgebaut und wir wollen als erstes braten und nicht gleich garen. Deswegen müssen wir die Maschine erstmal anmachen und entsprechend einstellen. Und das machen wir jetzt auch. Also zunächst mal anmachen. Also runter auf manuell. Und wir wollen klassisches Garen, also gehen wir rüber auf klassisches Garen. Bestätigen und volle Pulle hier braten. Und das machen wir auch jetzt. Und los geht's. Und jetzt heizt sie vor. Und in der Zeit dürft ihr den Deckel nicht zumachen hier. Der muss aufbleiben, also runtergelegt so halbwegs, bis er hier so ein bisschen fast aufliegt. Aber eben nicht zumachen, das ist nur fürs Dampfgaren zulässig, kriegt ihr eine Fehlermeldung sonst. Und jetzt dauert es so ein bisschen, bis sie vorheizt. Und dann meldet sie sich. Und dann machen wir weiter. So, und ich beginne jetzt hier als erstes und gebe die Chorizo in den Topf. Und da seht ihr auch schon, schon richtig heiß. Und ich gebe auch gleich die Zwiebeln dazu, weil die gleich den Geschmack aufnehmen sollen. Und jetzt dünnt sich das Ganze, brate ich das Ganze gut so 10 Minuten an. Damit die Chorizo jetzt ihr Fett entlassen kann und das auch so an die Zwiebeln abgibt. Und ihr seht hier schon, na, das ist schon wunderbar. Da geht schon die Farbe raus. Jetzt sieht die Paprika. Jetzt lassen wir die erstmal ein bisschen arbeiten. Den Deckel kann man runterlegen, nicht zumachen. Ne? Wir dampfen ja noch nicht, sondern erstmal nur runter und dann gucken wir gleich. Aber ich denke, das reicht jetzt auch hier. Und deswegen geben wir als nächstes jetzt mal unseren Hack dazu und braten das jetzt krümelig. Ja, und ihr seht jetzt hier, das ist ja das Schöne, die Maschine zählt ja sozusagen mit. Ich habe sie nicht abgestellt, nachdem ich hier die Brattemperatur erreicht habe, oder sie die Brattemperatur erreicht hat, ja ich auch. Ihr seht hier 6 Minuten, also das Ganze hat jetzt bisher erst 6 Minuten gedauert. Also das heißt, Chorizo und Zwiebeln
war vielleicht 3 Minuten drin, 4 Minuten. Und jetzt ist das Hack schon drin. Also bisher sind wir erst 6 Minuten unterwegs hier mit dem Topf. Also ihr seht, der macht schon richtig Power. Na, hier kann man es, glaube ich, sehen. Das ist jetzt hier das Fett von der Chorizo. Also deswegen habe ich auch kein Fett mehr dazugegeben. Wir brauchen also hier nichts mehr dazu. Und jetzt kommen die anderen festen Zutaten hinzu. Also jetzt geben wir hier unsere Pizza dazu. Das riecht wirklich wunderbar. Und auch die Paprika, auch wenn die ein bisschen länger braucht, das macht nichts. Das Ganze dampfen wir nachher sowieso noch ein paar Minuten. So. Und mischen alles schön. So, jetzt gebe ich den Paprika und den Pilzen nochmal 5 Minuten höchstens, um ein bisschen Aroma aufzunehmen von der Chorizo. Aber dann kommen auch alle anderen Zutaten und dann geht es auch schon ans Dampfen. Jo, der Rest ist einfach. Jetzt kommen die 2 Dosen stückige Tomaten dazu. Und die passierten Tomaten. So, dann kommt der Frischkäse dazu. Unsere saure Sahne. Und jetzt kommen die ganzen Gewürze. Na, das Pizzagewürz. Die Kräuter. Chili. Und Tomatenmark. So, jetzt rühren wir nochmal kräftig um. So, das riecht schon ganz wunderbar. Und jetzt geht's ans Dampfen. Jetzt stoppen wir das Braten von hier aus. Und jetzt können wir gleich rüberspringen zu Garen unter Druck. Und das wollen wir jetzt auch. Also Garen unter Druck. Und jetzt sagt er ja, wie viel? Wir brauchen nur 10 Minuten. Das Gehackte ist eh schon durch und auch die Paprika sind schon fertig. Also es geht nur darum, dass jetzt die Aromen sich verbinden nochmal und erreichen alle mal 10 Minuten. Also 10 Minuten, auf geht's. Sofortiger Start. Jo, so soll es sein. Los geht's. So, die letzten 10 Sekunden laufen. Und das heißt, die Cookfamilie ist fertig mit Dampfen und wird dann gleich abdampfen. Jetzt warten wir mal, bis sie abgedampft hat. Und dann schauen wir mal. Ja, meine würzige Pizzasuppe hier mit Chorizo ist fertig. Ja, ihr seht, sieht schon wunderbar aus, hat eine ganz tolle Farbe, riecht auch ganz toll. Ich würde jetzt nichts mehr dran machen. Ich habe sie schon probiert, die hat einen ganz wundervollen Geschmack. Sie ist tomatig, nicht zu scharf, hat genau die richtige Schärfe, sehr frisch. Die Chorizo schmeckt man so ein bisschen, aber auch nicht penetrant, nicht dominant. Also ich finde sehr schön. Was ich jetzt noch mache, ich würde jetzt noch in die Mitte ein Hauch Creme Fraiche geben hier für die Optik und für den Geschmack auch nochmal. Und dann würde ich tatsächlich nochmal ein paar Parmesanflocken drüber geben, nur wer mag, und vielleicht noch einen Hauch Petersilie, aber auch nur für die Farbe, für die Optik. Und das war es auch schon. Ja, damit ist sie fertig, meine Pizzasuppe, heute mal in der Cook for Me, die sich dafür super eignet, wie ich finde. Super frisch, super lecker, tolle Partysuppe, aber auch so für abends, wenn man nicht so wahnsinnig aufwendig kochen will. Das ging ja nun wirklich sehr schnell. Oh, ich denke, hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.